zehn Gebote unseres Herrn in einer Kurzversion. Keine anderen Götter habt neben mir, vor keiner Statue beuge dich hier. Missbrauche nicht Gottes heiligen Namen, den Sabbat halte nicht wie die Profanen. Gib Vater und Mutter die Ehre und Mord von deinen Händen wehre. Von Unzucht halt dich fern und rein und stiehl nicht, was dem anderen sein. Zum Lügen lass dich nicht verleiten, deines Nachbarn eigen sollst du meiden. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Das ist die erste Lesung heute des Buches Wieder das Papsttum zu Rom vom Teufel gestiftet, geschrieben von Martin Luther, 1545, ein Jahr vor seinem Tod, 1546 und 1545 das Jahr, das uns bekannt ist, als das Jahr, in dem das Konzil zu Trient, das antireformatorische Konzil von Trient, begann, das geleitet und die ganze Zeit begleitet und im Grunde auch die ganze Zeit gesteuert wurde von den ein paar Jahre zuvor gegründeten Jesuiten, dem Orden oder der Compagnie Jesus, dem Orden der Jesuiten. Die Gesellschaft Jesu, wie sie sich offiziell nennt. 1542, zwei Jahre nach ihrer Ordinierung durch Papst Paul III., haben die Jesuiten die Inquisition von den Dominikanern übernommen. Und 1545 haben sie das Konzil zu Trient errichtet. Ein Schelm, der Böses dabei denkt, dass Martin Luther 1546, kurz nach der Eröffnung des Konzils, verstorben ist, wo man natürlich keine Informationen darüber hat, warum er in dem jungen Alter von 63 Jahren bereits gestorben war. Nun gibt es einige Leute, die werden sagen von, ja, der Jörg, der liest jetzt Martin Luther, der Jörg ist ein Lutheraner, aber Luther war falsch, weil Luther hat dies und dies und dies verkehrt gemacht. Und guckt euch zum Beispiel mal seine Schriften gegen die Juden an, also das zum Beispiel gegen die Juden, auch einzelne späten Werke in seinem Leben, das habe ich noch nie gelesen. Das werde ich vielleicht irgendwann mal tun, wenn ich die Möglichkeit bekomme. Vielleicht schickt mir das mal jemand zu oder was. Ob ich mir das selber kaufe, weiß ich gar nicht. Ich finde, dass da viele Dinge auch oftmals reingedichtet sein können, dass das Schreiben sind, gerade solches, dass das Schreiben sind, wo wir uns gar nicht sicher sein können, inwieweit das Martin Luther das geschrieben hat. Und im Großen und Ganzen, wenn ich mir die ganzen Reformatoren angucke, die man nach Luther kennt, also die zur Zeit Luthers und die Zeit danach, dann scheint Martin Luther mir der noch am aufrechtesten gewesene zu sein. Aber ich bin nicht hier, um darüber zu urteilen. Ich kann alleine mal urteilen über die Dinge, oder ich kann die Dinge beurteilen, nicht urteilen, aber ich kann die Dinge beurteilen, die er geleistet hat. Und ihr könnt über Martin Luther sagen, was ihr wollt, niemand kann abstreiten, dass er derjenige ist, der dafür gesorgt hat, dass die Bibel übersetzt in die Sprache des normalen Menschen zu Anfang des 16. Jahrhunderts halb Europa unter dem Joch des Antichristen von Rom befreit hat. Und wie ich schon in dem Video sagte, die wichtige Ankündigung, wo ich das im Grunde eingeleitet habe, dass ich diese Lesung hier machen möchte, wie ich das da schon gesagt hatte, ist es also tatsächlich so, dass für die Leute, wie in der Bibel steht, an ihren Taten werdet ihr sie erkennen, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Ja? Und über Martin Luther muss ich halt sagen, er hat die Bibel übersetzt und das ist ein absolutes Meisterwerk, dass er das geschafft hat. Trotzdem, dass er exkommuniziert wurde, dass er verfolgt wurde von Rom, hat er das doch bewerkstelligt und hat uns damit das Wort Gottes gegeben. Und auch seine anderen Werke, die er alle gemacht hat, sind soweit ganz in Ordnung. Ich weiß nicht, ob er, dazu muss ich mich dann noch tiefer einarbeiten, vor allen Dingen in die babylonische Gefangenschaft der Kirche. Das ist ein Dokument, das würde ich unheimlich gerne mal lesen, aber das ist in Englisch so viel intensiver als in Deutsch, was ich als PDF habe. Weiß ich nicht, ob ich das jemals machen werde. Ich weiß nicht, wie er dazu stand, zur Kindertaufe. Also einige Leute meinten von, ja, Martin Luther hätte die Kindertaufe noch propagiert.
Das ist eine Sache, mit der ich mich natürlich nicht einverstanden erkläre. Taufe ist, das meine ich auch, war immer Luthers Verständnis, die Taufe ist ein Ausdruck dessen, dass man wiedergeboren ist, dass man Jesus Christus als seinen Erretter akzeptiert hat. Und dazu muss man natürlich ein normaler, vollwassener, denkender, selbstständig denkender Mensch sein und kann das im Grunde nur machen, wenn man von Gott auserwählt wurde. Diese Taufe ist nur ein äußeres Zeichen unserer Errettung oder unserer, wie sagt man das? Das ist nur ein äußeres Zeichen unserer Rechtfertigung. Und viele Leute meinen eben oder haben das falsche Verständnis, was ja auch von der römisch-katholischen Kirche so rübergebracht wird, dass man durch die Taufe errettet wird. Nein, nein. Die Rechtfertigung, ja, die Zurichtung, wie man das auch nennen kann, die kommt durch den Glauben anzunehmen und die Taufe ist dann nur ein äußeres Zeichen dazu, eine Bestätigung dessen. Und natürlich ist Kindertaufe absolut unbiblisch und falsch. Ob Luther das jetzt vertreten hat oder nicht, wie gesagt, in diesem Augenblick weiß ich es nicht, ist mir auch wurscht. Da stimme ich dann auf jeden Fall nicht mit ihm überein, sollte er das getan haben. Nur was ich bis jetzt von Luther gelesen habe, findet ihr ja auch in dieser Abspielliste zurück, das Schreiben von 1520, das den Titel hat an den christlichen Adel deutscher Nation, für des christlichen Standes Besserung, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ja, so heißt das. Habe ich ja auch in zweimal gelesen. Das war ja auch ein Schreiben von Martin Luther. Aber eins seiner frühen Werke, 1520, und das hier ist jetzt von 1545. Also ich will jetzt auch gar nicht zu weit drauf abweichen. Wer sich das anhört, der weiß wie, und wie ich bereits angekündigt habe, es ist geschrieben im 16. Jahrhundert Altdeutsch, nicht in der Schrift glücklicherweise, also ich kann es normal in normaler, moderner arabischer Schrift lesen, aber es ist halt in diesem 16. Jahrhundert Deutsch verfasst, und ich werde nicht überall die Erklärung geben, von was das jetzt genau heißt. Müsst ihr halt zuhören und es aus dem Zusammenhang verstehen. Außerdem habe ich auch die ISBN-Nummer in die Beschreibungsbox des Videos, das ich am 19. September hochgeladen hatte, wichtige Ankündigung reinvermerkt. Auch in diesem Video wird die ISBN-Nummer des Buches vermeldet, so dass ihr euch das selbst bestellen könnt. Das kostet ein paar Euro. Das sollte man schon für solche Dinge übrig haben. Und dann könnt ihr selbst mitlesen, und manche Dinge sind ja eben auch leichter dann. Zum Ende dieses Videos, die letzten paar Minuten, werde ich die Seiten, die gelesen wurden, als PDF kurz einblenden. Dann könnt ihr das sehen und dann seht ihr ja, warum das so vielleicht komisch, kann man sagen, fast klingt. Auf jeden Fall möchte ich jetzt ohne weitere Verzögerung anfangen, das Buch zu lesen. Martin Luther, wieder das Papsttum zu Rom, vom Teufel gestiftet. Der allerhelligste Vater Sankt Paulus Tertius, als wäre er ein Bischof der römischen Kirchen, hat zwei Briefe an Carolum Quintum, unseren Herrn Kaiser, geschrieben, darinnen er sich fast zornig stellet, murret und rühmet seiner Vorfahren Exempel nach. Es gebühre nicht einem Kaiser noch jemand ein Konzilium anzusetzen, auch nicht ein National, sondern allein dem Papst, der allein dem Papst, der allein Macht habe, zu setzen, ordinieren, schaffen, alles, was in der Kirchen zu gläuben und zu leben ist. Hat auch eine Bulla mit Urlaub zu reden, auslassen gehen, nu fast zum fünften Mal, und soll nu abermal zu Trent das Konzilium werden, doch so fern, dass niemand dahin komme. Um alleine seine Grundsuppe, Epikura und was ihm lediglich und was ihm leidlich ist. Hierauf ist mich Lust ankommen zu antworten, mit Gottes Gnad und Hilfe. Amen. Das war die kurze Einleitung von Martin Luther. Und nochmal eben zwei Dinge, die ich vergessen habe zu erwähnen, die aber wichtig sind zum Verständnis, wenn ihr dieser Buchlesung folgen möchtet. Wie gesagt, Luther schreibt hier in einem 16. Jahrhundert Deutsch, und ich versuche auch, das mit der Aussprache einigermaßen hinzukriegen. Wir kriegen zum Beispiel im nächsten Absatz das Wort gräulich, das schreibt sich aber G-R-E-W-L-I-C-H-E, also grävlich. Ich werde aber gräulich aussprechen, sonst ist das vielleicht total unverständlich. Also ich probiere schon, die Aussprache einigermaßen verständlich zu machen, aber werde hier und da doch die originalen Worte gebrauchen, wie Luther sie auch gebraucht.
Das erscheint mir sehr wichtig. Zweitens gebrauche ich bei Bibelzitaten die Bibel von Luther selbst, 1545er Ausgabe, die ich hier als PDF auf dem Computer habe. Und wenn ich Bibelzitate nenne, dann suche ich die da aus der Bibel raus. Und was auch noch ein wichtiger Punkt ist, ich hatte ja in dem Einleitungsvideo bereits gesagt, dass ich das eigentlich gefunden hatte, weil Brett mir die englische Version geschickt hat. In der englischen Version hiervon gibt es unglaublich viele Fußnoten, die viele Begriffe, die in diesem Schreiben von Martin Luther in diesem Buch erwähnt werden, erklären. Ja, zum Beispiel der Ausdruck Franzosen, wo wir später mal treffen, wo dann eine bestimmte Krankheit mit gemeint ist, das ist im Englischen beschrieben. In der Fußnote schreiben die wirklich rein, was er mit diesem Ausdruck tatsächlich meint. Und diese ganzen Erklärungen sind nicht in dem deutschen Buch damit bei. Also nach dieser kurzen Einleitung, die Martin Luther hier geschrieben hat, fahre ich jetzt fort, aber möchte euch eben darauf hinweisen, dass A, ich versuche, das mit der Aussprache so gut wie möglich hinzukriegen, dass es originalgetreu an das ist, was Luther damals schrieb, aber auf der anderen Seite trotzdem verständlich ist. Deswegen zeige ich ja auch am Ende des Videos die Seiten, die ich gelesen habe. So könnt ihr die Worte selbst nachlesen, wenn ihr das darin findet, oder ihr könnt euch das eigene Buch anschaffen. Deswegen ist es wichtig, damit zu folgen. Ja? Aber ich habe natürlich auch meine Schwierigkeiten, dieses Altdeutsch zu lesen und vernünftig zu betonen. Also bitte habt dafür Verständnis, dass ich mich auch erst ein bisschen einlesen muss. Dann fahren wir jetzt fort. Erstlich, sagt Martin Luther hier, bitte ich dich um Gottes Willen, wer du bist, ein Christ, ja auch wer du noch natürliche Vernunft hast, sag mir doch, ob du es verstehen oder begreifen mögest, was das alles für ein Konzilium sei, oder ob's ein Konzilium sein könne, wo der greuliche Greuel zu Rom, der sich Papst nennet, solchen Vorbehalt, Macht und Recht hat, alles, was im Concilio beschlossen wird, zu reißen, zu ändern oder zu nichtigen, wie seiner Dekret viel und fast alle brüllen. Dünk dich nicht, mein lieber Bruder in Christo oder mein lieber nach natürlicher Vernunft Freund, dass solch Concilium müsse nichts denn ein Gaukelspiel sein, dem Papst in der Fastnacht zur Kurzweil zubereit? Denn was ist's Not, solch groß Unkost und Mühe aufs Concilium zu wenden, wenn zuvorhin der Papst beschlossen hat, was im Concilio gemacht oder getan wird, das solle ihm unterworfen und nichts sein. Ich muss hier nochmal eine kurze Bemerkung jetzt eben einwerfen, dass ihr das bitte gut versteht. Wenn ihr euch die Lesung anhört von 1520, das in derselben Abspielliste von dem das Schreiben an den christlichen Adel deutscher Nation des christlichen Standes Besserung, dann versteht ihr, da geht es in dem ersten Teil über diese Konzilien, wo der Papst also meint, sage ich jetzt aus dem Gedächtnis heraus, wie ich mir das noch erinnere, dass überhaupt nur der Papst das Recht hätte, ein Konzil anzusetzen für die Kirche und sonst überhaupt keiner, und dass er sogar diese Konzilien, dass er die Leute, die daran teilnehmen, vorher mit Eiden verpflichtet, dem zuzustimmen, was die Kirche da vorstimmt, alles drum und dran, vorschlägt, alles drum und dran. Deswegen fängt Luther hier wieder an, über die Konzilien im Grunde zu sprechen, weil die Konzilien dieser Kirche sind ja niemals frei. Und die normalen Menschen, die normalen Gläubigen konnten niemals ein Konzilium einberufen. Ja, da hat sich die Kirche immer gegen gewehrt. Und deswegen wird Luther hier eine ganze Zeit lang über diese Konzilien erstmal sich beschäftigen und darüber sprechen. Das wollte ich euch nur eben noch mal in Erinnerung rufen. Das ist ja nicht etwas, was jeder gleich versteht hier. Es gefalle ihm denn recht wohl und will Gewalt haben, alles zu verdammen, so fährt Luther hier fort. Solche Unkost zu vermeiden, wäre es ja besser, also zu sagen, allerhellester Vater, weil es gleich viel ist, was vor oder im oder nach dem Concilio beschlossen ist oder wird, so wollen wir ebenso mehr an alle Concilia euer Helligkeit glauben und anbeten. Sagt uns nur zuvor, was wir tun sollen. Domine, quid vis me facere? Das ist aus Markus 10, Vers 17 genommen und heißt dann in der Lutherbibel: Und da er hinausgegangen war auf den Weg, lief einer vorne, kniete vor ihn und fragte ihn:
Guter Meister, was soll ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Nach dem Motto, wir müssen den Papst fragen, was müssen wir tun, um das ewige Leben zu ererben? So wollen wir von eurer Hellischheit singen den fröhlichen Gesang. Virgo ante partum in partu post partum. Auf dass ihr seid die reine Jungfrau Maria, die nichts gesündigt hat, noch hinfort sündigen kann. Wo nicht, so sagt uns doch um Gottes Willen, wozu die Konzilia Not oder Nütze sein, da euer Hellischheit so große Macht überhat, dass sie nichts sollen sein, wo es euer Hellischheit nicht gefällt. Oder beweise doch uns armen untertänigen Bon Christian, woher euer Hellischheit solche Gewalt hat. Wo sind Siegel und Briefe, die euch solchs geben von euren Oberherren? Wo ist Geschrift, die uns solchs zwinge zu gläuben? Will euer Hellischheit dieselbigen uns nicht zeigen? Wohlan, so wollen wir sie selbst fleißiglich suchen und mit Gottes Hülf gewisslich finden, gar in Kürze ernach. Indes sehen und hören wir, wie der Papst so ein meisterlicher Geukler ist. Denn gleich wie ein Geukler den albernen Leuten ins Maul gülden gaukelt, aber wenn sie es auftun, so haben sie Pferdsdreck drinnen. So tut auch dieser schändliche Lecker, Paulus Tertius, schreibt nun schier zum fünften Mal aus ein Konzilium, das, wer die Wort höret, muss denken, es sei sein Ernst. Aber ehe wir uns umsehen, so hat er uns Pferdsdreck ins Maul gegeukelt, denn er will ein solch Konzilium geben, darüber er möge seine Macht üben und mit Füßen treten alles, was darin gesetzt wird. Für solch Konzilium dank ihm der leidige Teufel. Und komm auch nicht hinein, denn der leidige Teufel, dazu seiner Mutter, seine Schwester und seine Hurenkinder, Papst, Kardinell oder was mehr der hellischen Grundsuppen zu Rom ist. Und noch eine kurze Erklärung von mir, wenn wir sprechen über Paulus Tertius, dann meint Luther hiermit natürlich Paul den Dritten, Antichrist Papst Paul den Dritten, der 1540 die Jesuiten ordiniert hat. Und wenn er sprach über Carolum Quintum, das hatte ich am Anfang gesagt, das ist Kaiser Karl der Fünfte, ja, wo Luther ja damals auch in Worms antreten musste vor dem Kaiser, um seine Werke zu widerrufen, was er ja nicht tat. Fahren wir fort. Es geht nu in das 24. Jahr, das zu Worms der Erstreichstag unter diesem Kaiser Carolo gehalten ward. Da selbst ich auch persönlich für den Kaiser und ganzem Reich stund. In demselben Reichstag ward von allen Ständen des Reichs begehrt, dass etliche große, unleidliche Beschwerung, welche dazumal genennet und hernach zu Nürnberg auf dem Reichstage dem Papst Hadriano angezeigt und in den Druck gebracht wurden, der auch noch fürhanden, vom Papst und Geistlichen abgetan würden, oder sie wollten sie selbst abtun. Daneben ward begehrt Kaismai, ja, das ist jetzt, was ich auch nicht verstehe, Kaismai wolle bei dem Papst arbeiten, um ein gemeinfreichristlich Konzilium in deutschen Landen anzusetzen und zu halten oder ein Nationalkonzilium machen, welches der liebe Kaiser bisher mit viel Fleiß getan, aber bei den Päpsten nichts mögen erhalten. Daher diese 24 Jahre im Geschrei geblieben sind, diese drei Wort, frei christlich Konzilium in deutschen Landen. Diese drei Wort, frei christlich, deutsch, sind dem Papst und römischen Hofe nichts, dann eitel Gift, Tod, Teufel und die Helle. Er kann sie nicht leiden, weder sehen noch hören. Da wird kein anders draus, das ist gewiss. Er ließe sich ehe zureißen und würde die Tür und würde ehe türkisch oder teuflisch oder wer ihm sonst helfen könnte. Dies ist die Ursache. Anno 1415,
Jahr ist in deutschen Landen ein Konzilium zu Kostnitz, das war Konstanz, gehalten, darinnen Johannes Hus und Hieronymus gemartert sind, und wurden drei Päpste abgesetzt und der Viert Martinus der Fünfte erwählet. Aber das Ärgste und Gräulichste, dafür dem Papst so scheußlich greuet, war dies Stück, da beschlossen und gesetzt, dass ein Konzilium über den Papst sei, und nicht der Papst über das Konzilium. Und Konzilium hätte Macht, den Papst zu richten, urteilen, straffen, setzen und absetzen, nicht wiederum der Papst das Konzilium zu richten, urteilen oder ändern. Ah, Anusch, das Stütlein schmerzt sie, der Stift stickt tief in ihre Herzen, der Stein will ihnen das Herz abdrücken. Da haben sie sich einmal gebrannt. Sie kommen nicht wieder, sie ließen ehe die ganze Welt in Blut baden und ersaufen, wie denn der Papst Eugenius tat und richtet einen großen Mord und Blutvergießen an bei Straßburg durch den Delfin aus Frankreich, auf das er das Konzilium zu Basel zurisse, welches nach das Konzili zu Kostnitz, also Konstanz, Exempel und Ordnung angefangen und schon einen Papst erwählet hatte, Amedeum der Herzogen zu Sofia, Felix der Fünfte genannt, aber sollte Friede werden und musste derselbe Papst abtreten, weil das und das Konzilium fallen, denn sie können und wollen des Spiels, wo sie zu Kostnitz, Konstanz erlitten, nicht mehr gewarten. Nun hatte das Konzilium zu Konstanz, welches unheilig genug gewesen ist, doch zu seinen Fürnehmen große und unmeidliche Not und dringende Ursachen, solch zu setzen und zu schließen, dass ein Konzilium müsste über den Papst sein und nicht der Papst über das Konzilium. Denn es waren drei Päpste, und keiner dem anderen weichen wollte, und geschah groß Unordnung und ward ein Wüstwesen in der ganzen römischen Kirche. Da ein Papst den anderen verbannet, einer dem anderen die Stift und Pfründen nahm, denn ein jeglicher wollte der einige Papst über alles alleine sein, daraus konnte er nichts Guts folgen. Solcher Wust währt bis in 39 Jahren, daß alle Welt schrei und bat um ein Konzilium, dadurch wiederum ein einiger Papst würde. Dann man hielt's dafür zu der Zeit, die Christenheit könnte einen Papst, könnte ohne einen Papst nicht sein. Da täten zusammen die fünf Nationen, Deutschland, Welschland, Frankreich, England, Spanien, und hoffen, dass zu Kostnitz, also Konstanz, ein Konzilium ward, welches Kaiser Sigmund mit großer Mühe zusammenbrachte. Sollte nun das Konzilium die Päpste absetzen, mussten sie zuvor eins werden und schließen, dass ein Konzilium über den Papst wäre und ihn abzusetzen Macht und Recht hätte, weil sich im päpstlichen Recht nicht leidet, dass ein Untermann den Obermann sollt absetzen. Darum zwang sie die große Not, weil man musste zum wenigsten zween Päpste absetzen, wo der dritte ja bleiben sollte, dass sie zuvor mussten schließen. Sie hatten Gewalt und Recht, die Päpste abzusetzen. Also ist dazumal beschlossen, dass der Papst sei unter dem Konzilium und nicht über das Konzilium, unangesehen, dass der Papst so viel hundert Jahr zuvor sich heiser und schier zu Tod gebrüllet und geschrien hat durch alle Dekreten und Dekretalen. Er sei über alle Konzilia, über alle Welt, auch über die Engel im Himmel, ihm sei Gottes Statthalter auf Erden und ein irdischer Gott, und der Gräuel unzählig mehr, die schrecklich sind, einem christlichen Herzen und Ohren zu hören. Hierauf geschah's, dass der eine Papst, Gregorius genannt, williglich abtrat und sein Papsttum dem Concilio übergab. Doch der Hoffnung, das Konzilium würde seine willige Demut ansehen und wieder zum Papst erwählen, da das nicht geschah, starb er für Reue und Leide. Der andere Papst, Johannes genannt, ließ sich auch bereden, überaus schwerlich, dass er gen Kostnitz kam ins Konzilium, eben derselbigen und viel größer Hoffnung. Er würde allein Papst bleiben, weil er zu Rom im Stuhl gesessen war. Der dritte, Benediktus, blieb halsstarrig in seinem Sinn
und ward rechtlich und mit Gewalt nach des Konzili Gesetz und Statut abgesetzt. Das ist das greuliche Stücke, welches die Päpste bisher so heftiglich verdreust und nicht mehr wollen noch können in Deutschland bei den Bestien ein Konzilium leiden. Sie sorgen, es möchte das Exempel des Kostnitzer Konzili wieder sie gebraucht werden und möchte vielleicht Paulus Tertius zu Trident als ein Papst einreiten, aber wiederum als ein armer Tropf ausreiten. Darum ist ihm daran gelegen und haben sich bedacht. Sie wollen zu Rom bleiben und Concilia und über Concilia, ohn Concilia und über Concilia und sollte die Welt untergehen. Also mal eine kurze Zusammenfassung, um was wir hier jetzt alles gesprochen haben. Es geht immer darum, dass der Papst eben von sich meint, dass nur er Konzilie einberufen kann, niemand anders kann das, und dass ein Konzil niemals die Macht hat, einen Papst abzusetzen, aber der Papst die Macht hat, die Konzilien abzusetzen, und dass ein Untertan nicht Macht über einen Oberen ausüben könne. Das hatten wir ja auch gerade eben hier gelesen. Auch ganz wichtig eigentlich, ne? Ja, wie ich hier in dem Einsatz vorgelesen hatte, sollte nur das Konzilium die Päpste absetzen, mussten sie zuvor eins werden und schließen, dass ein Konzilium über den Papst wäre und ihn abzusetzen Macht und Recht hätte. Weil sich im päpstlichen Recht, also das ist das päpstliche Recht, natürlich das römisch-kanonische Recht, nicht leidet, dass ein Untermann den Obermann sollt absetzen. Ja? Macht kommt immer nur von oben, sicher in der Hierarchie der römisch-katholischen Kirche. Das nur mal eben jetzt ein bisschen zur Erklärung da rein, dass es hier im Grunde ein innerlicher Kirchenstreit ist, den Luther uns hier erklärt, dass es darüber geht, welche Macht haben eigentlich diese Konzilien. Wenn ein Konzil einberufen wird, hat dann das Konzilium Macht über den Papst oder hat im Grunde der Papst die ganze Macht immer über das Konzil? Ja, wenn der Papst immer die Macht über das Konzil hat, dann können die Konzilien ja beschließen, was sie wollen. Das ist ja immer der Wille des Papstes, weil über dem Willen des Papstes steht nichts. Ja? Und das ist eben ein ganz wichtiger Punkt, wo eben hier eben auch römisch-kanonisches Recht anders ist als das Kirchenrecht, sage ich jetzt mal eben so, als das Recht, was von Gott gegeben ist. Gottes Hierarchie ist ja ganz einfach. Wir sind alle Brüder und Schwestern. Und oben steht nur Jesus Christus. Er ist das Oberhaupt der Kirche und nicht der Papst. Aber der nennt sich ja Jesus Christus. Und darüber geht er im Grunde auch, dieser ganze Streit und die ganze Erklärung, die Luther hier abgibt. Ich hoffe, dass das bis hierhin soweit klar ist, weil leicht ist das Buch sicher nicht. Es ist keine leichte Kost. Aber ich kann euch versichern, je weiter wir reinkommen, desto interessanter wird es. Ich fahre mal fort jetzt. Denn die Historien sagen von dem einen Papst, Johanne, da er sich in Deutschland begeben hatte, dafür man zu und examiniert sein Leben und Regiment. Vorhin türste niemand wider ihn als einen Papst Mucken und fand sich, dass bei 40 Artikel über ihn beweiset worden, alle des Todes würdig. Da entrann er heimlich und wollt wieder gen Rom. Aber Kaiser Sigmund ergriff ihn unterwegen und ward dem Pfalzgrafen befohlen. Als man ihm nun die Altnickel vorhielt, die Artikel fürhielt, antwortet er auf wenn befohlen. Als man ihm nun die Artikel fürhielt, schon antwortet er auf einen jeglichen also. Zitat: Ah, ich habe viel ein Ärgeres getan. Ende Zitat. Es verwundert solche Antwort die Gesandten, weil unter anderen Artikeln stund. Er hatte seinen Vater erwürget. Er hätte Zauberei, Simonie und viel schändlicher Laster getrieben. Wie kündet er doch Ärgers getan haben? Gab er diese Antwort. Das Ärgerste wäre, dass er getan hätte, er hätte sich bereden lassen, von Rom über das welsche Gebirge in Deutschland zu kommen. Hiemit meinet er, wo er zu Rom blieben wäre und das Papsttum behalten, wollt er wohl solcher Anklage frei und der allerheiligste Vater Papst geblieben sein, wenn er noch tausendmal mehr Übels getan hätte.
Hieraus sind die Päpste klug geworden und hüten sich auf höchst, dass sie ja nicht solche große Torheit und Sünde begehen und über das Gebirge sich in Deutschland begeben, wie derselbige Papst Johannes getan hat. Und wer will sie des verdenken? Sie tun's für großer Liebe und Sorge für die arme Christenheit, dass sie das Papsttum so lieb haben und ungerne verlassen, denn das Papsttum ist das Häupt der ganzen Christenheit und Herr der ganzen Welt, dazu eine irdische Gottheit, die Christus Statthalter auf Erden macht, dass er alle Seelen lehre und selig mache. Das andere verstehst du wohl, wenn du nur denkest, ja, Teufel und höllisch Feuer. Demnach siehe mir nur an die Schrift dieses Leckerlins, Paul Terzi, da er zum Kaiser schreibt, willst du ein Konzilium haben? Wir wollen's geben. Willst du es in Germania haben? Siehe, wir wollen's wagen und auch tun. Doch also, das sei ein frei und christlich Konzilium, und in welchem den Ketzern kein Statt gegeben werde, als die kein Teil mit der Kirchen haben können. Auch dass du, arma iubas deponi, das ist, gute Sicherung und Frieden schaffest. Sollt auch wissen, dass dir nicht zustehe zu urteilen, welche zum Concilio zu ordnen sind, sondern es gebührt unser Oberkeit. Da hast du nu, was der Papst und die heiligen Bubenschule zu Rom für eine Sprache hat, und wie er die drei Wort frei, christlich, deutsch uns lehrt zu verstehen, nämlich, dass er wolle ein Konzilium geben, welches er gewiss sei, dass es nimmermehr könne gehalten werden. Denn er weiß und fühlet wohl, dass ihm und seiner verzweifelten Bubenschule viel Ärger gehen würde im Konzilio, weder es zu Kostnitz, dem Papst Johanni, gegangen ist. Die Fürsten und Stände des Reichs haben durch den Kaiser diese 24 Jahre erbeten, um ein frei christlich deutsch Konzilium einfältiger Meinung nach gemeinem Verstand solcher Wort und alle Sophistrei, nämlich frei heißt in deutscher Sprache und liberum in lateinischer Sprache, dass im Konzilio die Zungen und Ohren frei sein sollen, dass ein jedermann sonderlich die verordnet werden zu reden, hören und handeln, allerseits frei mügen sagen, klagen und antworten, was zu Sachen dienet, die Kirchen zu bessern, Ärgernis und Missbräuch auszureuten. So haben's gemeint und meinen's noch die Deutschen und Stände des Reichs, in Sonderheit aber und für allen Dingen, dass Gottes Wort oder die Heilige Schrift frei und unverbunden, wie es doch sein muss, ihren Gang und Recht habe, nach welcher man alles richten und urteilen solle. Derhalben auch gute Theologen da sein müssen, die der Schrift Verstand und Erfahrung haben. Das heißt frei, da das Konzilium frei und die Schrift, das ist der Heilige Geist, frei sind. Aber die römische Bubenschule und der Schulenmeister verkehret und fälschet das Wort, also das frei soll so viel heißen, dass er und seine Bubenschule frei sein, er, der Papst, und seine Bubenschule frei sein, nichts wider sie geredet, geändert, noch fürgenommen werde, sondern alles und alles, wie sie jetzt leben und wesen, bestätigt werde. Dass also nicht das Konzilium wider den Papst, sondern der Papst wider das Konzilium frei sei. Das ist die alte Geige des Papsts in all seinen Dekreten und Dekretalen, nämlich er soll Herr und Richter sein über das Konzilium und nicht das Konzilium über den Papst, damit der Papst Macht habe zu verdammen, zu reißen und zu nichtigen, ob etwas vom Concilio wider ihn beschlossen würde. Ja, ehe sie etwas fürnehmen und schließen, zuvor seine Gnade fragen müssten, ob's ihm so gefallen wolle, auf dass ein Concilium nichts anders sei, denn ein Ja-Herr, der im Rat obenan zunächst bei dem Handfass an der Tür sitze und zuhöre, was die Gnadejunker über dem hohen Tische gebieten. Das heißt der Papst ein frei Concilium. Mit anderen Worten,
Nur das bedeutet für den Papst ein freies Konzil. Das ist die Sprache des Stuhls zu Rom. Wenn er ein Freikonzilium gibt, dass du in Furt auch römisch verstehen könntest. Wenn sie frei sagen, dass es gefangen heiße bei uns Deutschen. Wenn sie weiß sagen, dass du schwarz verstehen müsstest. Wenn sie christliche Kirche sagen, dass du die Grundsuppe aller Buben zu Rom verstehst. Wenn sie den Kaiser einen Sohn der Kirchen nennen, dass es also viel sei, als der verfluchteste Mann auf Erden, welchen sie wollten, dass er in der Helle wäre und sie hätten das Reich. Wenn sie Deutschland die tödliche Nation, die löbliche Nation nennen, dass es hieße, oder dass es heiße, die Bestien und Barbari, die nicht wert sind, des Papsts Mist zu fressen, wie der Wahl Campanus, als man sagt, tät, da er in Deutschland gewesen, nicht mit seinem Schaden und an die Grenze des welschen Landes wieder heimkam, dem Rücken gegen Deutschland kehret, bücket sich und decket den Hintern auf und sprach, siehe da, du Bestie, küsse mir den Arsch. So deutlich hat Luther gesprochen. Und ich gehe nochmal eben zurück in den letzten Absatz auf Seite 7 hier. Das ist die Sprache des Stuhls zu Rom. Wenn er ein Freikonzilium gibt, dass du ihn in Furt auch römisch verstehen könntest. Ne? Also mit anderen Worten, die Sprache des Konziliums ist römisch, also lateinisch und nicht deutsch. Ja? Das ist die Freiheit von Rom. Wenn sie frei sagen, dass es gefangen heiße bei uns Deutschen. Wenn sie weiß sagen, dass du schwarz verstehen müsstest. Das kennt ihr noch von meinen Videos über den Eid der Jesuiten. Wo im Eid der Jesuiten ganz deutlich drin steht, dass wenn der General der Jesuiten sagt, das ist schwarz ist weiß und weiß ist schwarz, dass es für den Jesuiten so ist. Das ist genau das, was Luther hier anholt. Er schreibt in 1545, wenn sie weiß sagen, dass du schwarz verstehen müsstest. Wenn sie christliche Kirche sagen, dass du die Grundsuppe aller Buben zu Rom verstehst, also den Sumpf in Rom. Das meinen sie mit christlicher Kirche. Und zum Schluss nochmal diesen Satz, den ich gerade eben vorgelesen habe, der steht davor auch in Latein, Aspice nuadaras barbara terra natis. Ja? Gehen wir da nochmal eben drauf zurück. Dass es hier heißt, wie der Wahl Campanus, als man sagt, tät, da er in Deutschland gewesen, nicht mit seinem Schaden und an die Grenze des welschen Landes wieder heimkam, den Rücken gegen Deutschland kehret, bückt sich und decket den Hintern auf und sprach, siehe da, du Bestia, küsse mir den Arsch. Oder kücke mir in den Arsch. Also schau mir in den Hintern. Schau mir in den Arsch. So sagt Luther das hier. Siehe da, du Bestie, guck mir in den Arsch. Also das Wörtlein christlich meinen die Fürsten und Stände des Reichs einfältiges, aufrichtiges Gemüts ein Konzilium, da man von christlichen Sachen und auch durch christliche Leute nach der Schrift handeln sollt. Denn sie gar wohl gewusst, was der Papst im geistlichen Recht von Gürteln, Röcken, Schuhen, Kaseln, Platten, Kirchweihen, Fladenweihen, von Pfründen, Prälaturen, Pallien, Dignitäten und des Narrenwerks unzählig gehandelt hatte, sondern weil jetzt auf der Bann wären erregt große wichtige Sachen und Disputationen vom Ablass, Fegefeuer, Messen, Abgötterei, Glauben und guten Werken und dergleichen, dass man solche Sachen christlich und nach der Heiligen Schrift nicht päpstlich möchte verrichten und dem armen, einfältigen Mann helfen, dass er auch wusste, wo er wäre und endlich mit seinen Seelen bleiben sollt. Ja, das heißt auf Deutsch, Lateinisch, Griechisch und in allen Sprachen christlich Konzilium. Solchs roch der Papst mit seiner hellischen Grundsuppe sehr wohl und hatte den Schnuppen nicht. Aber er nahm diese Wurzel und macht ihm den Schnuppen. Verkehret dies Wort, christlich also. Wie verkehrt er das Wort christlich? Christlich heiße nichts mehr, denn päpstlich.
Und was seine Hellischheit samt seiner Bubenschule, ah, vergebe mir's Gott, ich hätte schier gesagt, samt seiner heiligen Kirchen zu Rom urteilet und schleust. Was aber da wieder fürgenommen würde, solle unchristlich und ketzerisch sein, nämlich, wo das Konzilium wollte schließen, man sollte beider Gestalt des Sakraments freilassen, wie es die Ketzer wollen haben. Das soll durchs Konzilium aus Befehl seines obern Herrn des Papstes verdammt sein. Und die, so solchs für hätten im Concilio zu erregen, sollten als Ketzer nicht zugelassen werden, wie der hellische Vater dem Kaiser schreibt. Die Ketzer sollen nicht Raum im Concilio, noch Teil mit der heiligen Kirchen haben. Und ob die Ketzer den Kaiser wollten fürhalten, solchen Artikel hätte Gott der Vater durch seinen lieben Sohn selbst eingesetzt und aller Welt befohlen, man solle den Sohn hören, wie wir lesen, in Lukas 3, Hunc audite, und der Heilige Geist hätte es hernach so gehalten, wie wir in Lukas 3, Vers 22 nachlesen können, der ganzen Christenheit bis in 1400 Jahren, da der Papst solches verbot, und noch der mehrer Teil der Christenheit, so unter dem Papst nicht ist, solchen Artikel hält und halten wird, bis an der Welt Ende. Wie solches alles unangesehen und ungeacht, soll der Kaiser alle Ketzer, so solches mit Gott, dem Vater, Sohn, Heiligen Geist und der Christenheit in aller Welt halten, verbrennen, töten oder verjagen, und die in Indien, Persien und in ganzem Orient. Aus der Ursachen, Gott, der Vater, Sohn, Heiliger Geist samt seiner heiligen Kirchen sind Ketzer und Unchristen. Allein der Papst und seine römische Bubenschule sind Christen. Nochmal. Gott, der Vater, Sohn, Heiliger Geist samt seiner heiligen Kirchen sind Ketzer und Unchristen. Allein der Papst und seine römische Bubenschule sind Christen. Nun ist's ja viel besser, dass Gott der Vater, Sohn und Heiliger Geist samt seiner heiligen Kirchen im Concilio als die schändlichsten Ketzer verdammt werden, denn dass der hellische Vater Papst und seine Hermaphroditen sollen Unchristen heißen. Hier wird Martin Luther schon sehr, sehr deutlich, was er von dem Papst hält, und er spricht aus, was im Grunde die ganze Menschheit denkt, sofern sie die Bibel gelesen hat, aber halt nichts dran tut. Ja? Gott, der Vater, Sohn, Heiliger Geist samt seiner heiligen Kirchen sind Ketzer und Unchristen aus Sicht des Papstes. Allein der Papst und seine römische Bubenschule sind Christen. Nun ist ja viel besser, dass Gott, der Vater, Sohn, Heiliger Geist samt seiner heiligen Kirchen im Concilio als die schändlichsten Ketzer verdammt werden, denn dass der hellische Vater Papst und seine Hermaphroditen sollen Unchristen heißen. Seine Hermaphroditen. Hermaphroditen sind eben zweigeschlechtliche, ne? Zwitter. Oder eben auch Sodomiten, könnte man auch dafür sagen. Das ist halt eine altdeutsche Ausdrucksweise dafür. Hermaphroditen. Solcher unchristlichen, ketzerischen Artikel sind noch viel mehr, die Gott der Vater, Sohn und Heiliger Geist in seiner heiligen Kirchen lehret und hält als, dass kein Fegefeuer sei, da der hellische Vater zu Rom ein Jahrmarkt aus errichtet hat und unzählig Geld und Gut damit geraubt. Item, dass Ablass ein lauter Bescheißerei sei, damit der hellische Vater alle Welt generrt und ums Geld betrogen hat. Item, dass die Messe ein Opfer sei für die Lebendigen und die Toten. Item, dass der Ehestand frei sei und des Dinges viel mehr, da jetzt päpstliche Heiligkeit aufsteht. Ich will schweigen von Simonie und Geiz. Also Simone, so wie Luther das hier schreibt, ich habe das Wort natürlich erklärt, in meiner Lesung über die Geschichte der Inquisition im Mittelalter, aber das ist ja noch nicht veröffentlicht. Simonie ist ein Ausdruck, der gebraucht wird für den Ablasshandel und auch für den Kauf von kirchlichen Ämtern. Ja? Wenn man sich ein kirchliches Amt erkauft, dann nennt man das Simonie. Und das hat seinen Ursprung in Simon,
Das lesen wir in der Apostelgeschichte im 8. Kapitel. Und das passt jetzt nicht hierher, dass ich das erkläre. Also das könnt ihr bitte selbst lesen, Apostelgeschichte, 8. Kapitel, ab Vers 18 ungefähr. Da geht es um Simon. Simon, den Zauberer. Das ist eigentlich der Simon oder der Petrus, Peter, auf den Rom seine Kirche aufbaut. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber von dem Simon, wie er in der Apostelgeschichte 8,18 vermeldet wird, baut sich das Wort Simonie auf, das eben das Kaufen von kirchlichen Ämtern oder eben auch das Kaufen von Ablässen, das Freikaufen von Sünde benennt. Ja? Also Luther sagt hier, ich will schweigen von Simonie und Geiz, Pfründen, Mark, Pedasterei, also Pedasterie, Sodomie und was mehr der heilige Stuhl zu Rom in seinem allerheiligsten Leben treibt und große Lust drinnen hat. Welches alles der Heilige Geist, der unchristliche Ketzer, mit seiner Kirchen aufs Höchst verdammt und nicht hören nennen mag. Hieraus folget, dass Gott, sonderlich der Heilige Geist, der doch gerühmet wird, dass durch ihn die Konzilia versammelt werden und alles durch ihn darin gehandelt und beschlossen wird, ins Konzilium zu Trent nicht kommen kann, noch in kein päpstlich Konzilium und muss wohl heraußen bleiben. Ursach? Die heilige Jungfrau, Sankt Paula Tertius, also Paul der Dritte, schreibt dem Kaiser Carolo, Karl dem Fünften, es sollen die Ketzer nicht Raum noch Stadt in seinem heiligen, freien, christlichen Konzilio haben. Nur ist jetzt angezeigt, dass Gott, der Heilige Geist, ein greulicher Erzketzer sei, mit Gott dem Vater und Sohn, drum, dass er zuwider der päpstlichen und römischen Heiligkeit hat in seiner Kirchen gestiftet und eingesetzt, auch noch heutiges Tags in aller Welt hält und lehret, sein ganz heiliges Sakrament beider Gestalt, also hier geht es um das Abendmahl mit Brot und Wein, und verdammt diejenigen, so solches nach der Weise nicht halten noch brauchen. Na, ja, müssen wir ja eben verstehen, dass in der römisch-katholischen Messe das ursprüngliche Abendmahl als Eucharistie gefeiert wird und durch das Dogma der Transsubstantiation eben in der römisch-katholischen Kirche geglaubt und gelehrt und gelebt wird, dass durch die Worte hoc est corpus enim meum, die der Priester spricht, das Stück Brot in den leiblichen Jesus Christus verwandelt wird. Also in Fleisch und Blut, Körper und Seele, Menschlichkeit und Geistlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Diese Verwandlung tatsächlich stattfindet. Das ist die Lehre der Transsubstantiation. Und auf das spricht Martin Luther hier gerade an. Ja, welches, gehen wir nochmal eben zurück hier, wo er das meint, ja, und heutiges Tags in aller Welt hält und lehret sein ganz heiliges Sakrament beider Gestalt. Da geht es drum, um die Transsubstantiation, um das Abendmahl, Brot und Wein, und verdammt diejenigen, so solches nach der Weise nicht halten noch brauchen, nach dem Motto, und das ist einer der Beschlüsse des Konzils von Trient, um das es hier ja geht. Im Konzil von Trient wird am Schluss bestimmt, dass ein jeder, der das Abendmahl nimmt, aber dazu sagt, wie Jesus Christus bestimmt hat, dies tue in Erinnerung an mich, also der nicht glaubt, dass in dem Stück Brot, in der Hostie, wirklich der wirkliche Jesus ist und wieder geopfert wird, da geht es ja drum, die Messe ist ja ein Opfer, dass jeder, der das nicht glaubt, anathema ist, verflucht ist, exkommuniziert im Grunde ist, ja, und von daher vogelfrei ist, ein Ketzer ist und, wie wir wissen, nach dem Directorium Inquisitorum getötet werden darf und das sogar noch eine löbliche Tat ist. Ne? Da geht's hier drum. So seriös ist Martin Luther hier mit diesen Sachen, die, über die man leicht hinweglesen kann. Also nochmal diesen einen Satz. Und auch heutiges in aller Welt hält und lehret sein ganz heiliges Sakrament, also die Eucharistie, beider Gestalt, Brot und Wein. Und verdammt diejenigen,
so solches nach der Weise nicht halten noch brauchen. Also, wenn man es nicht nach der Weise von Rom, nach der Lehre von Rom gebraucht, das Abendmahl, wenn man nicht akzeptiert, dass in diesem Stück Brot Jesus Christus wirklich leiblich, fleischlich, das Fleisch, das Blut, die Seele und der Körper, die Geistlichkeit und die Körperlichkeit Jesus Christus ist, wenn das nicht in diesem Brot ist, wenn ich das nicht glaube, dann bin ich eben nach der römischen Kirche verdammt. Ja. Welches alles zugegen und wieder in dem höllischen Stuhl zu Rom, der solchs mannigfältiglich durch seine Bullen als Ketzerei verdammt hat, denn, wie seine Schutzschreiber sagen, ist er auch über die Heilige Schrift und über Gottes Wort ein gewaltiger Herr und Richter geworden, der da ändern mag, was Gott ordnet und gebeut. Nochmal, zum besseren Verständnis. Ich möchte ja, dass ihr das auch wirklich gut versteht, was ich hier vorlese. Und zwar nicht nur, wie ich es vorlese in dem Deutsch, sondern dass ihr es auch wirklich euch verinnerlichen könnt, was Martin Luther hier sagt. In seinem letzten Satz hier, welches alles zugegen und wider ist dem höllischen Stuhl zu Rom, der solchs mannigfältiglich durch seine Bullen als Ketzerei verdammt hat, denn, wie seine Schutzschreiber sagen, die Schutzschreiber des Papstes von Rom, sie sagen, ist er auch über die Heilige Schrift und über Gottes Wort ein gewaltiger Herr. Das ist ja das, wo wir mit der römisch-katholischen Kirche in Unzweiheit ganz deutlich gehen. Der Papst behauptet von sich selbst, er steht über der Schrift. Und er steht sogar über Gott, er steht sogar über Gottes Wort. Ja? Und der Papst hat das Recht, die Schrift zu ändern. Er meint nicht nur, dass er derjenige ist, der die Schrift erklären kann. Deswegen darf ein normaler Mensch die Bibel nicht lesen, weil ein normaler Mensch kann das gar nicht verstehen. Nee, das stimmt. Diese ganzen neuen Bibeln, die da rauskommen, die kann kein Mensch mehr verstehen, weil die machen alle keinen Sinn. Aber deswegen sagt die römische Hierarchie ja auch, sie ist dafür da, um den Leuten die Schrift zu erklären. Der normale Mensch darf die Bibel nicht lesen. Deswegen haben sie sich ja Jahrhunderte immer vor den Menschen weggehalten. Auch heute noch will die römisch-katholische Kirche nicht, dass wir unsere Bibel lesen. Weil wir könnten ja zu dem Schluss kommen, zu dem jeder andere gekommen ist, der die Bibel mal gelesen hat, ohne Vorurteile, dass der Papst tatsächlich der Antichrist ist. Ja? Also ein ganz wichtiger kleiner Satz, den wir hier nochmal lesen. Wie seine Schutzschreiber sagen, ist er, also der Papst, auch über die Heilige Schrift und über Gottes Wort ein gewaltiger Herr und Richter worden, der da ändern mag, was Gott ordnet und gebaut. Nun wäre noch wohl Rat und Hilf vorhanden, dass der Heilige Geist, der arme Erzketzer, möchte zu Gnaden kommen und in das heilig frei christlich Konzilium gelassen werden, wenn er nicht zu halsstarrig wäre, sich demütigen und für den heiligen Jungfrauen St. Paula Tertius, Frau Päpsten, auf die Knie fallen und die Füße küssen wollte, seine Ketzerei allda bekennen, bereuen und widerrufen. Er kriegete gewisslich wohl ein Ablassbullen und Geld und umsonst. Ohn Geld und umsonst, beide für sich und seine heilige Kirchen. Aber der heilige Paulus Tertius, ein großer Ketzer, der alle Welt irre macht, wie wir in Apostelgeschichte 17 lesen können, wie die Juden zu Thessalonika im 11. Römer 29 über ihn schrien. Also, da müssen wir erstmal sehen, Apostelgeschichte 17,6, darauf wird hier verwiesen. Dann wollen wir eben schauen, was in Apostelgeschichte 17,6 denn überhaupt gemeint ist. Dann holen wir uns das mal eben fort. Und da steht, da sie aber sie nicht fanden, schleiften sie den Jason und etliche Brüder vor die Obersten der Stadt und schrien, diese, die den ganzen Weltkreis erregen, sind auch herkommen. Ja, da geht es also dann um die Christen, die hier gekommen sind, um nach dem Motto den Juden etwas zu lehren, nämlich Jesus Christus zu lehren, die hier ausgemacht werden, der alle Welt irre macht, wie die Juden zu Thessalonika, im Römer 11, Vers 29. So, dann müssen wir mal eben schauen, in Römer, Kapitel 11 und dann Vers 29. Das ist hier angeholt durch Martin Luther und da steht, Gottes Gaben und Berufung mögen ihn nicht gereuen.
In Römer 11 spricht, Gottes Gaben und Berufung mögen ihn nicht gereuen. Ja, so steht es jetzt hier auch in dem Buch. Das ist, er ändert sie um niemands Willen. Derselbe Ketzer Paulus, also Papst Paul der Dritte, derselbe Ketzer Paulus macht den Heiligen Geist auch irre, dass er unbußfertig bleiben muss und kann seiner Sünde und Ketzerei keine Gnade noch Ablass finden. Darum muss er schlecht außer dem heiligen freien christlichen Konzilio der heiligen Frau Päpstin Paula Tertius bleiben und mag sich dieweil tücken und bergen in seiner eigenen ketzerischen Kirchen, das in Paula Tertia nicht ergreife. Er musste sonst gewisslich als ein Erzketzer mit Feuer zu Aschen verbrannt werden. St. Paula, die heilige Jungfrau Papst, wird wohl einen besseren und schöneren und viel christlicheren, freien, heiligen Geist finden in seinem heiligen, freien, christlichen Konzilio. Also mit anderen Worten, der wahre, heilige Geist wird aus diesem Konzil gewährt, weil der Papst lieber seinen eigenen heiligen Geist mit reinbringt in sein heiliges, freies, christliches Konzil. Wir lesen noch einen Absatz und der wird ganz zum Ende. Sehr wichtig, da habe ich ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Das werdet ihr sehen, wenn ich die Seite hier einblende in das Video. Und damit werden wir dann die erste Lesung in der, im unteren Teil auf Seite 10 des Buches für heute abschließen. Mocht jemand hie denken, ich büßete hiermit die Lust, mit so spöttischen, verdrießlichen, stachlichen Worten an den Papst, O Herrgott, den Papst zu spotten, bin ich unmesslich zu geringe. Er hat nü wohl über 600 Jahre die Welt gespottet und ihrem Verderben an Leib und Seel, Gut und Ehre in die Faust gelacht. Höret auch nicht auf, kann auch nicht aufhören, wie Sankt Petrus im 2. Petrus 2 ihn nennet, Akatupauston amartias incassibilem. Und wir lesen hierzu im 2. Petrus 2, Vers 14. Ich erspare uns eben das Lateinische und werde eben den 2. Petrusbrief aufmachen. Und da lesen wir dann im 2. Kapitel, Vers 14, haben Augen voll Ehebruchs, lassen sich die Sünde nicht wehren, locken an sich die leichtfertigen Seelen, haben ein Herz durchtrieben mit Geiz, verfluchte Leute. Kein Mensch kann's glauben, welch ein Greuel das Papsttum ist. Ein Christ, der muss auch nicht geringen Geistes sein, der soll es erkennen. Gott selbst muss ihn spotten in dem höllischen Feuer, und unser Herr Christus, wie St. Paulus im 2. Thessaloniker Kapitel 2 sagt, muss ihn töten. Und hier wird eine Verweisung gemacht in den zum 2. Brief der Thessaloniker, Kapitel 2, Vers 8. Aber anstatt allein mal Vers 8 zu lesen, werde ich da gleich eine etwas längere Stelle draus lesen. Deswegen habe ich hier das Ausrufezeichen gesetzt in dem Buch. Ja? Also, wie St. Paulus im 2. Thessaloniker 2 sagt, muss ihn töten, also 2. Thessaloniker 2, Vers 8, mit dem Odem seines Mundes und durch seine herrliche Zukunft zerstören. Auf was spricht er hier jetzt an? Da lesen wir eben mal die 2. Thessaloniker und wir lesen das eben 2. Thessaloniker Kapitel 2 ab Vers 5. Gedenket ihr nicht daran, sagt Paulus hier, dass ich euch solches sagte, da ich noch bei euch war? Und was es noch aufhält, wisset ihr, dass er offenbaret werde zu seiner Zeit. Denn es reget sich schon bereits die Bosheit heimlich, ohne dass der es jetzt aufhält, muss hinweggetan werden. Und alsdann wird der Boshaftige offenbaret werden, welchen der Herr umbringen wird mit dem Geist seines Mundes, und er wird ein Ende machen durch die Erscheinung seiner Zukunft. Die Versnummerierung hier in der Lutherbibel ist anders als in der König James. Da geht es nämlich um 2. Thessaloniker 2,7 und das ist hier 2,6. Und
Was es noch aufhält, wisset ihr, dass er offenbaren werde zu seiner Zeit. Einer der wichtigsten Sätze, an denen man den Antichristen identifizieren kann. Denn in der Zeit, wo Paulus da spricht und er sagt, und was es noch aufhält, wisset ihr, dass er offenbaren werde zu seiner Zeit, heißt im Englischen, der, der jetzt aufhält, muss erst verschwinden. Ja? Denn es regelt sich schon die Bosheit, ohne dass der jetzt aufhält, muss hinweggetan werden. Der, der zu der Zeit aufgehalten hat, der zu der Zeit regiert hat, als Paulus dies sagt, ist der römische Cäsar. Und damit ist jedem klar, der die Bibel ein wenig verstehen möchte, dass wenn die Cäsaren aus dem Weg geräumt sind, dass dann der Boshaftige offenbart wird, der hier in 2. Thessaloniker 2, Vers 8 genannt wird, dass dann der Boshaftige offenbart wird, welchen der Herr umbringen wird mit dem Geist seines Mundes und wird sein ein Ende machen durch die Erscheinung seiner Zukunft. Das heißt, bei der Wiederkunft Jesu Christi, wie wir in Daniel im 2. Kapitel lesen, der Stein, der nicht mit Händen aus dem Berg geschlagen wurde, der die Statue kaputt macht, alle diese heidnischen, irdischen Königreiche zerstört, das passiert bei der Wiederkunft Christi und das ist genau das, was hier im 2. Thessaloniker 2, Vers 8 in der Lutherbibel von 1545 beschrieben ist. Dann wird der Boshaftige offenbart werden. Das ist der Antichrist, welchen der Herr umbringen wird mit dem Geist seines Mundes. Und das ist das, worüber wir hier gerade gelesen haben. Martin Luther fährt fort, ich spotte allein darum mit meinem schwachen Spotten, dass die, so jetzt leben und nach uns kommen, wissen sollen, was ich vom Papst, dem verfluchten Antichrist, gehalten habe. Und wer ein Christ sein will, sich für solchen Gräuel lasse vermannen. So. Warum habe ich da jetzt ein Ausrufezeichen dran gesetzt? Martin Luther sagt, ich spotte allein darum mit meinem schwachen Spotten, dass die, so jetzt leben und nach uns kommen, wissen sollen, was ich vom Papst, dem verfluchten Antichrist, gehalten habe. Hier sagt Martin Luther das erste Mal in ganz deutlichen Worten, dass der Papst der Antichrist ist. Und das Buch geht weiter darüber. Wir werden auch über die Konzilien natürlich noch weiterhin sprechen. Das ist nun mal ein sehr wichtiges Thema und man muss das Thema eben auch verstehen. Ich hoffe, dass ihr der Lesung soweit habt folgen können und dass es euch, ja, Spaß gemacht hat, will ich nicht unbedingt sagen, aber dass ihr was gelernt habt daraus und dass ihr auch was verstanden habt daraus, worum es im Grunde hier ging. Und mit dieser letzten Aussage von Martin Luther möchte ich mich heute verabschieden von der Lesung, wo Martin Luther sagt, was ich vom Papst, dem verfluchten Antichrist, gehalten habe. In his heart.